Haha, wir sind wieder da mit einem Spiel eurer Wahl. Wenn ihr den Titel gelesen habt, wisst ihr, worum es geht. Aber im Interesse der Spannung sage ich es jetzt nicht, sondern erst gleich. Hades. Oh. Ja, einer guckt auf die Moderationskarten, der andere haut einfach einen raus. In diesem Sinne, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder am Start. Es ist jetzt erste Folge, deshalb werde ich mich jetzt auch hier mit Kritik noch zurückhalten. Mach das. Mit hämischen Kommentaren. Ich muss auch sagen, es sieht ja wirklich sehr gut aus, wie du das machst. Hätte ich ja ehrlich gesagt so gar nicht erwartet. Naja. Okay, aber wir haben wieder, ich hab jetzt richtig Bock, das Pad in die Hand zu nehmen. Und guck mal, drei Schlüssel, ein Schlüssel noch, dann kriegen wir die neue Waffe, dann kriegen wir die Lanze. Wir haben wieder 40 von diesen lila Dingern, die wir ausgeben können und ein Geschenk, das wir machen können. Das ist schön. Das ist wie ein Geschenk, das wir auch euch machen, in Form dieses Let's Play hoffentlich. Ich hoffe, ihr nehmt es an und freut euch drüber und schmeißt nicht in den Weiher. Au! Was? Ist wieder soweit. Ja. Winter's coming. Ja, kann man sagen. Hallo, Colin. Hallo? Hallo? Warte. Geht nicht. Ah, ist kaputt. Rückgabe, ein Stern. Ah, sehr gut. Oh, ja, herzlich willkommen. Wir sind bei Hades wieder und fühlen uns auch ein bisschen im Hades. Neue Regeln erfordern neue Vorsicht, deswegen haben wir wieder eine wunderschöne Trennscheibe. Und sind jetzt aber am Start. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir haben zwei Folgen gehabt und zwischen der Aufzeichnung und im jetzigen Zeitpunkt liegt sehr, sehr viel Zeit. Da sage ich jetzt mal besser nichts dazu. Ja, ich erinnere mich noch an die Diskussion, die zwei Folgen müssen unbedingt noch aufgenommen werden. Ganz, ganz dringend. Ich habe noch gesagt, müssen die wirklich heute noch aufgenommen werden? Hat ein gewisser Herr Gäbel gesagt, die müssen heute aufgenommen werden. Dann lagen sie 6 Monate in einer Eiskammer. Na. Und jetzt haben wir wirklich alles vergessen. Ich weiß nicht mal mehr, wer was ist. Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich gerade dran bin. Ach, weil ich habe mir die letzten Minuten natürlich treusorgender vorbereitender Moderator, den ich bin, angeschaut und weiß, dass ich... Du hast den Boss gelegt. Ich habe einen Boss gelegt, die Mac, die erste Bossin. Die haben jetzt insgesamt zum dritten Mal gelegt, wohl schon. Ich zitiere unser eigenes Gesprächsprotokoll aus der zweiten Folge. Und wir haben aber ein technisches Problem gehabt in der Zwischenzeit. Denn, ich sag mal so, wir mussten einen neuen Spielstand beginnen. Ja. Das bedeutet, wir sind jetzt nicht mit der geilen Lanze unterwegs. Vielen Dank an Martin. Vielen Dank an Martin, der das hingekriegt hat. Wir sind aber wohl am selben Zeitpunkt, haben vergleichbare Sachen bisher schon irgendwie uns bekommen, aber sind mit dem Schwert am Start. Ja, das Problem war, wir haben es im Game Pass gespielt und mittlerweile ist das Spiel aus dem Game Pass rausgeflogen und damit natürlich auch unser Safe Game. Aber Martin wäre ja nicht Martin, wenn er sich nicht hier privat hingesetzt hätte und diesen unglaublichen Fortschritt, den wir ja schon erspielt haben, nochmal erspielt hat. Ja, und das ist wunderbar, deswegen würde ich sagen... Hatte ich sogar mit 264 Gold, so viel hattest du doch in deinem Leben noch nicht in diesem Spiel. Nee, so viel hatten wir nicht, aber das hatten wir hier schon gekauft, deswegen danke Martin, aber auch, wenn du genau, also das haben wir alle schon mal gekauft, ne? Also okay. Machen wir das natürlich jetzt nochmal. Ich weiß auch nicht mehr, was es ist, also klar, wir brauchten auf jeden Fall Leben. Nein, aber dann, nein, Spaß beiseite. Mir wird ja immer unterstellt, dass wenn ich mal so eine, auch bei Löffelmesser Gäbel, wenn ich mal mit der Johanna mal während die Kamera läuft, ein ernstes Wort rede, dass das ganz gemein wäre und ich das ja wirklich ernst meine. Aber es fehlen 5 Gold, um beides zu kaufen. Was? Achso, genau, das hätte ich fast gedrückt. Wollen wir denn hier... Oh, das ist aber auch gut, ne? Er macht das plus 91, ja, ja. Oder? Ja. Machen wir das halt. Ich bin nämlich nicht ganz lieber Kerl und es ist auch viel Humor hier, ne? Martin, der versteht das auch. Und auch Johanna. Ach, Arschgesicht! Nein! Oh, wir sind ja auf der haben ja lange überlegt, gibt es ein Genre, in dem auch Colin richtig gut ist? Und dann haben wir aber gesagt, Text-Adventures machen ja hier auch keinen Sinn auf dem Sender. Also. Oh, ich freue mich doch gleich, wenn du gleich erstmal an Mac vorbeikommst in dem nächsten. Das ist ja der erste. Also, ne? The Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than they already know. Danke, Martin. Also nur fürs Protokoll. Yes. Martin hat natürlich den zweiten Run. Ja, gut, dann werden wir halt noch ein bisschen sterben. Ja. Das ist Mac übrigens. Martin ist auch verdammt guter. Der ist echt guter Zocker, ne? Guter Zocker. Macht dann schon ein bisschen sauer auch. Also wenn man ihn schon nicht auf dem Spielfeld besiegen kann, ist die Frage, wie man ihm so das Leben irgendwie noch ein bisschen schwerer machen kann. Wenigstens hat er nicht so Muskeln wie wir. Ja, scheiße, der ist stark. Sieht verdammt gut aus, ist ein guter Zocker. Aber hat ein wir können eigentlich nur mit Lebenserfahrung sehr und Fiesheit, kleines Gehirn. Oder? Ganz kleines Gehirn hat er. Ja? Ja, so. Also wirklich. Echt? Ja. Er läuft manchmal einfach gegen Türen. Was? Das wäre mir ja unangenehm. Ist wirklich so. Aber gut, ja, mein Gott. Und singen kann der auch nicht so wie wir beide. Ah, okay. Ja, okay. Das, dann okay. Da baust, da hast du recht. Da willst du auch nicht drauf verzichten. Das ist schon eher unangenehm. Ne? Wer hat den denn eingestellt eigentlich? Ja, jemand mit einem noch kleineren Gehirn. Wahnsinn. Ja.
Das ist natürlich dann nachvollziehbar. Martin war sehr schnell, aber es ist deswegen konnte er nicht so viele, konnte nicht so häufig sterben und trotzdem ein paar Belohnungen mitnehmen. Sagen wir mal so. Das müssen wir jetzt, werden wir jetzt halt nachholen. Also das heißt, wir werden jetzt auch sehr viel taktisch sterben, ne, um einfach ein bisschen Loot mitzunehmen. Aber ich möchte so gerne diesen geilen, den Speer nochmal. Der hat mir Freude gebracht. Ach, du hast gerade. Typ hier? Der kommt vielleicht erst, wenn wir eine Waffe freischalten. Würde ich jetzt mal tippen. Rechts zum Beispiel den Bogen. Ja, oder sparen auf den Speer. Mhm. Ja, das ist. Oh, aber es ist natürlich ehrlich, es ist ja nichts da. Ey. Ja, gut, dann werden wir doch. Da das holst jetzt alles ein. Da waren wir aber ja schon wirklich. Da müssen wir mit Martin nochmal sprechen. Ja, ich sag ja, das. Du hast ja gerade gesagt schon. Das ist halt das mit dem Gehirn. Ne? Can't do that. Nein, nur Spaß. Oder auch nicht. Oder doch? Was? Nee, ich weiß nicht. Also ich hab's schon gehört. Hier ist ja auch jetzt eine Scheibe. Ich bin immer noch dabei, Martin maximal zu verunsichern, weißt du? Versuch. Ja, wir sehen es ja eh nicht, das Ergebnis. Das ist eigentlich egal. Nein, du hast recht. Vielleicht auch nicht. Oder doch? Oh, ich hab fast nichts mehr! Nein! Totgetrotzt! Totgetrotzt, nicht totgerotzt. Aber beides. Das noch nicht. So, jetzt musst du es natürlich machen. Jetzt musst du es können. Jetzt kommt's drauf an, oder was? Jetzt kommt's drauf an. Ganz wichtig, denk an die Kreise, dann keine unnötigen Attacken, dann einfach wegdashen. Und nicht das Menü zwischendurch aufrufen. Jetzt musst du am besten richtig draufhauen. Die hat nicht mehr viel. Die hat nicht mehr viel. Die hat nicht mehr viel. Jetzt du oder sie. Wo ist sie denn? Tot. Er hat gewonnen. Deswegen siehst du sie nicht mehr. Du. Oh. Sehr gut. Oh, das war aber knapp. Das war knapp, aber es war, ich sag mal, der rechtmäßige Sieger läuft jetzt hier gerade. No, er ist dran. Hades. Da brauchst du einmal den Reim. Frank Elstner, Moderationsschule. So. Wir haben gehört, Sie haben hier dieses außergewöhnliche Talent, Colin Gerbel. Herzlich willkommen zu Werbung. Ja, es war, einmal brauchst du einen Reim und dann kriegst du keinen. Ey, aber nee, weißt du was? Ganz ehrlich, ich find's gut, weil es ist eine effektive Moderation gewesen. Es hat kurz und prägnant gesagt, worum es geht. Man muss es nicht immer ausschmücken. Ach, komm recht. Und nimm die Lanze. Erstmal die Lanze. Auf die habe ich jetzt Bock. Markus Lanze hier. Lance Armstrong hier. Ich habe noch mehr. In einem Lanz vor unserer Zeit. Nichts reimt sich auf Lahans. Lanz im Glück. Ja. Lanz oder gar nicht. Geh aufs Lanze. Ich könnte den ganzen Tag weitermachen. Sehr gut. Ich habe auch jetzt langsam kriege ich ein besseres Gefühl. Bei dem muss jetzt wieder aufpassen. Das ist mal richtig schön, diese Wucht, mit der du wieder an die Wand nagelst. Das finde ich schon schön. Können die über. Ne, können sie nicht. Das ist sehr praktisch. Jetzt kill doch den mit der halben Energie endlich da unten. Ja, ich kann das ja nicht so steuern, wo der hinschlägt. Der muss halt hinzielen. Alter. Junge. Ja, aber der. Das ist nee. Doch, das immer, Auto-Aiming. Hier gibt's immer ein Aber. Ja, du hast ja nicht gesehen, wie automatisch auf die Seite gezogen wird. Es war mein Fehler, aber. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es war dein Fehler, aber ist nicht so schlimm. Es war mein Fehler, aber du warst schuld, dass ich den Fehler begangen habe. Ja, das ist so genau. Eine Half-Ass-Entschuldigung. Nee, das ist Sommerhaus-Entschuldigung. Das stimmt. Olen! Alter! Das gibt's doch nicht! Mann, du blöde Wichsknolle! Mann, ich raste aus! Geh doch zu den Gegnern mal hin! Ja, sie kommen doch nicht! Ja, du sollst doch zu denen hin! War ein ganz schlechter Trader. Du stehst da und die Gegner sind da oben! Ja, weil ich sie mit Fernattacken noch die ganze Zeit im... Oh! 23, cool. Ey. Ich bin fast stehe ich genauso beschissen da, nur dass ich meinen Bonus verloren habe. So, geh ich jetzt... Siehst du, jetzt habe ich den falschen auch noch genommen. Kommt jetzt alles, weil du mich abgelenkt hast. Natürlich. Ja, du musst es auch mal akzeptieren. Ich bin schuld, aber. Mehr sagen. Nee, du bist schuld. Nee. Punkt. Aber. Boah, was für eine Scheiße. Eine neue Folge Hades. Wir haben uns richtig was vorgenommen. Genau gesagt, Eda hat sich viel vorgenommen. Nein, ich habe gesagt, ich habe richtig zugenommen. Ach, können wir jetzt gar nicht die Sendung machen? Ja doch, aber halt, sie wird fett. Deine Wahl war. Wie der Kelch eines Zimmermanns. Weise. Ja. Haben euch erst wieder geguckt? Weißt du, was ich heute im Kino gucke? Was?
Aliens. Und da sagst du nicht Bescheid? Ich wusste nicht, dass du es nicht weißt. Woher soll ich das wissen? Das hat Matthias Rosenkranz mir gesagt. Der läuft heute Abend im Savoy. Ich weiß, die haben doch diese Filme da. Ich kann. Ja, ich habe den noch nie im Kino gesehen. Noch nie. Champions League mit der Eintracht. Ich habe den auch noch nie im Kino gesehen. Ja, aber das kannst du in Champions League mit der Eintracht kannst du aufzeichnen. Nee, das ist ja völliger Quatsch. Ja, gut, dann. Also es gibt wirklich genau einen Tag, an dem es nicht geht und das ist heute. Ja, tut mir leid. Jetzt kannst du froh sein, dass ich. Warte, ich ruf nochmal an. Dass ich nicht sauer bin, dass du mich nicht gefragt hast. Okay, dann rufe ich doch nicht im Savoy an. Die haben nämlich gesagt, wenn es gar nicht passt, würden sie es nochmal verlegen. Aber. Oh, wie geil ist das denn? Ja, ich habe den nämlich. Ich habe den 10 Jahre, glaube ich, nicht gesehen. Andi und Daniel wollten doch da auch hin. Das kann, weiß ich nicht. Ach, guck mal. Du weißt, dass die da hingehen. Ja, die Fragen. Du hast mir nicht Bescheid gesagt. Ich habe das zufälligerweise von Matthias Rosenkranz nicht erfahren. Bullshit. Zufällig. Weil ich ja nicht hingehe. Ich gehe ja nicht hin. Mit Game 2. Und anstatt zu sagen, ich gehe ja nicht hin. Genau. Ich würde niemals ins Kino gehen, ohne dich zu fragen. Du doch. Du hättest nämlich eigentlich, weißt du, was du hättest denken müssen? Ich gehe ja nicht hin. Aber vielleicht kenne ich ja noch andere Leute, für die Information irgendwie reizvoll sein könnte. Du es wirklich schaffst. Das ist wirklich noch durchtriebener als der Nils. Wie du es schaffst, das eigene Versagen zu spiegeln und auf mich abzuwenden. Wenn das ist unglaublich. Unfassbar. Nee, das ist ein Scheidungsgrund. Das bestärkt mich da drin einfach. Du hast es gewusst und wolltest mir den schwarzen Peter. Du und deine Game 2 Buddies machen heimliche Treffen und sagen niemand was davon. Kein Wunder, dass hier in der Firma alle sagen, der Colin ist in Wahrheit noch verliebt. Ich gehe freiwillig in die Überstunden, um Game 2 ein weiteres Jahr zu verlängern. Unglaublich. Und ihr macht bestimmt noch andere. Was macht ihr noch für coole Sachen? Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es ja noch andere. Wahrscheinlich trefft ihr euch auch heimlich zum die Spiel. Mir neu sind, die du schon durchgereicht hast. Gibt's vielleicht irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Kelche, die du bewusst abgelehnt hast, damit sie mir als das ist wirklich unglaublich. Jetzt spiegelst du einfach meine Willst Vorwürfe. Mir ein schlechtes Gewissen geben? Einfach meine Vorwürfe. Dann zu sagen, ich wusste das schon, weil Schreck und Andy Bardet hingehen. Schreck, er heißt Schröck. Ja. Nicht Schreck. Das werde ich ihm schon sagen, dass du ihn beleidigst. Ja. Das ist nämlich der wahre Colin. Der nicht mal die Namen seiner Freundin in Anführungsstrichen. Ich kann sie gerade nicht, ich kann gerade keine Luft. Wieso jetzt noch versuchst, mich zu erpressen, dass dir das nicht unangenehm ist? Mit dieser Information Schröck für immer. Du solltest dich schämen. Das ist wirklich, ich finde das schäbig. Aber ganz ehrlich, sollen die Richter entscheiden da draußen? Ja, du solltest. Ich finde das, ich wirklich. Am Ende des Tages kommt alles raus. Guck dir das mal an. Dafür hast du nur noch 10 von 20. Ja, das macht nichts. Ja. Das ist doch. Seit wann interessiert dich mein Wohlbefinden? Nee, das ist. Ich frage auch nicht mehr. Weil du kriegst ja eh nur Undank für alles. Du das willst eine geile Information teilen, vielleicht sagen, ey, hast du Bock kurzfristig ins Kino? Nee, wusste er schon Bescheid. Hat er schon nicht weitergegeben. Hatte schon einen Alternativplan sogar, ohne dass man ab. Ah, okay. Ja. Ich hätte nämlich auch Hunger gehabt, aber dann eben nicht. Du hast ja wahrscheinlich schon gegessen. Mit Schreck. Sag dir trotzdem was. Was? Ripley überlebt. Ha! Viel Spaß heute Abend im Kino. Ich habe den Film wirklich lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich habe noch nie. Hast wahrscheinlich vergessen, dass Sigourney Weaver überlebt. Ich weiß nur, dass das Mädchen Newt heißt. Was reimt sich auf Newt? Gut. Daran erinnere ich mich. Alle sind glücklich, ihr hoffentlich auch. Lasst uns nicht, lasst einen Kommentar da oder so. Guckst du? Schau dann einfach in der Regie. Ja, genau. Der hier einfach sagt, was machst du da? Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und da sind wir beim nächsten Mal. Was soll ich sagen? Ich war faul. Long distance. Ja, ich war zu faul für einen Cold Open. Hab gedacht, nehme ich doch einfach die Abmoderation unserer letzten Folge. Um sie. Du wolltest aber auch wissen, wie es letztes Mal aussah. Das ist schon wieder 3 Wochen her, glaube ich. Zu lange. Echt ärgerlich ist, weil. Also, ich würde jetzt wir sagen aus Solidarität, aber de facto, weil ich ja wirklich sehr gut gespielt habe das letzte Mal. Hast du ein bisschen Sommerhauscharakter? Das war die Frage. Ne? Beim Gewinnen ist man. Gerne mal im Wir-Gefühl, beim Verlieren gerne mal die Schuld beim anderen suchen. Okay, das ist das Essen. Ja, hilft nicht, muss ich wohl weiterspielen. Kannst du es kurz holen? Kann ich auch. Hast du ein Trinkgeld? Ich habe kein Geld auf Tash. Dann ist es dir natürlich. Ja, hallo? Ja, wir kommen runter. Was gibt's denn Gutes? Ich hab kein Trinkgeld. Ich hab's gar nicht. Ja, das ist so unangenehm. Das ist unangenehm, aber ich hab keins. Musst du dich entschuldigen. Nee, dann spiel ich jetzt weiter und du gehst. Nee. Doch, das ist mir. Aber ich hab grad ein super Bild. Ja, ich probier nochmal das Steuer. Ich geh nicht weiter. Ich tue nur hier ein bisschen rum. Nur weil aber ich kein Trinkgeld hab? Ja, weil es dir genauso unangenehm ist wie mir. Oh mein Gott. Love, do you need any the end of the line?
Osborn. Einer meiner liebsten Simpsons-Stelle aller Zeiten. Was für eine Stimme. Der junge Homer wird mich ganz bestimmt zum Millionär machen. Ja, ja, ist schon prima. So, Ede, jetzt kannst du auch weiterkommen, weil ich kann jetzt nicht mehr lange sicherstellen, dass ich den Raum nicht verlasse. Ach, hast Glück gehabt. Hast Glück gehabt. Ich habe gerade schon gesagt, ich kann nicht mehr lange warten. So, komm, dann spiel. Was hast du denn jetzt bestellt eigentlich? Salat und Chili Cheese Nuggets. Wo? Ich muss jetzt essen, bei Burger Me. Ja, ich wusste, das ist nicht das Beste, aber es ist das Schnellste. Naja, ich habe da nur mal die Burger und die fand ich nicht so dolle, deswegen ist das nicht so mein. Die waren mal richtig gut. Ich habe ja quasi Burger Me entdeckt. Und dann hat sich das rumgesprochen, dann sind die ganz schnell aufgestiegen. Und dann wurden die mit Erfolg immer schlechter. Ja, das ist so oft so, ne? Ja. Bist du denn so ein Schafesser? Ja, ich mag schon Schaf, aber nicht genau wie. Oh Mann! Was war das denn? Leck mich doch! Was ist das denn? Was ist das? Ah! Was haben die denn geworfen, die Kackbällchen? Also bist du sicher, dass Videospiele dein Hauptberuf sind? Nein! Nein, habe ich doch noch. Ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Nein, sind wir ehrlich, es ist eigentlich egal. Nee. Du läufst jetzt eh in eine Flamme rein und dann ist Feierabend. Ja, guck mal, ich habe plus 3 und plus, weiß ich nicht, es kommt wieder einfach nur eine Goldtür. Ich habe jetzt 4 Stücke, ey. Ja, nicht's gern. Es war aber keine Flamme. Ja, das Protokoll. Es war keine Flamme. Ach, verkackte Scheiße. Wie werden unsere jungen Recken sich entscheiden? Warte noch. Sie investieren oder in den Spiegel gehen? Jetzt nicht abmoderieren? Wir haben keine Ahnung, aber wenn ihr es erfahren wollt, dann solltet ihr ein Abo setzen, die Glocke drücken, dann verpasst ihr es garantiert nicht. Ansonsten einfach mal bei uns auf dem Kanal vorbeikommen, denn wir machen jetzt Schluss. In der nächsten Folge erfahrt ihr mehr und ich auch. Bis dahin. Guck mal. Ja, guck mal, zweimal, da ist doch hier schon Adios, Muchacho. Wir sehen uns auf Bombacho. Gibt's das? Nö. Aber könnte, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt so Adios, Muchacho, wir sehen uns auf Combacho. Die Insel unserer Träume und der Liebe. Adios, Muchacho, komm du doch mal vorbei, wenn wir wieder Urlaub machen auf kleine Liebelei. Eieieiei. Warum du kein Schlagersänger geworden bist, das weißt auch nur du. Weil du weißt es. Ich möchte damit reich werden, aber ich möchte mich nicht auf der Bühne dafür hingehen. Das ist echt die Frage, ob wir hier einfach mal sparen sollten. Weil du hast nicht viel Geld. Und das ist jetzt so. Ich glaube nicht. Willst du jetzt schnell eine knorpelige Billigfrikadelle? Hm. Oder willst du noch 2 Kilometer laufen? Kriegst du dann Rinderfilet? Ja, hast recht. Nicht die Frikadelle. Wir würden beide die Frikadelle nehmen. Aber eine Frikadelle ist immer eine Option. Aber es ist kein Steak. Ja, eben. Und ab und zu muss man auch mal sagen: Sorry, so lange halte ich es noch durch. Aber was willst du noch geiler anfühlen mit diesem Kettenblitz jetzt auch mal häufiger? Du machst so viel Strecke. Du liebst aber auch den Wurf, habe ich das Gefühl. Ja, ja, aber das ist, du musst da nichts tun. Bleib stehen, alle sterben von alleine. Wunderschön. Ja, naja, so, dann ist er aber auch weg. Du bist genauso faul wie ich. Guck das, hier, das ist doch. Ich würde sagen, ich bin fauler. Nein, aber genauso faul wie ich. Und ich bin ja sehr. Das ist das Gegenteil von faul. Ich kenne nicht mal das Wort. Ich auch nicht. Peitsche! Scheiß Medusenköpfe. Bei Stand. Alter, die sind so mies, weil du dann halt versteinert bist. Und der hatte 3 Kampf. Und dann kriegst du sie halt alle. Beistand. Ja, nochmal. Gib ihnen den Beistand, den sie brauchen. Oh, ätzend, ey. Und er bekam Geld und frug sich. Viel, aber nicht wenig. Nicht wenig, aber was hast du wenig? Ups, Lebensenergie. Aber bei Charon kannst du vielleicht jetzt für teuer Geld einen Snack kaufen. Aber das ist ja nicht Lebensenergie, das ist ja nur Arbeit. Auf Shop mit der Chance auf. Genau. And we're off. Das ist schon meinst, gut. Manchmal weiß man nicht, ob du sarkastisch meinst oder nicht. Ich meine es meistens nicht sarkastisch. Das ist sarkastisch gewesen, was du gerade gesagt hast. Guck mal. Ah. Jetzt kauft ihr das bitte, kauft ihr das. Welches? Das. Das? Ja. Also musst du wissen. Ach, hast schon gemacht. Ja, gut. Nicht gemacht. Hä, du hast doch gesagt. Nein, was ist tun? Jetzt trollst du mich aber hier. Nein. Nee, das ist alles richtig gemacht. Darf ich dich kurz daran erinnern, dass du jetzt einen Bosskampf vor dir hast? Hm? Das ist ein Bosskampf vor dir, ne? Na doch, mit 52 Held oder was?
Oh. Nein, 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 mit 48. Das ist Athen, das ist der Typ des Krieges, der macht halt dich geil. Das ist der Typ des Krieges, der macht halt dich geil. Warte auf. Weil jetzt, wenn ich jetzt wirklich nur viel mit Bombe mache. Scheiß auf das Maschinengewehr. Einfach Bombe nur. Ausweichen und Bombe. Ja. Bombe. Ist halt auch treffen, ne? Jetzt. Wo wirfst du denn zuerst den Wurf und machst sie dadurch? Ich hab sie doch getroffen. Ja, aber dann ist sie nicht mehr unverwundbar und der ganze Bonus ist weg, den wir gerade gekauft haben. Ja, da hast du recht. Ja, ich weiß. Ja, das war ein. Der Nachladen im Laufen. Mach das. Ich jetzt. Ich hab sie doch getroffen. Ja, du hast recht. Ich sag noch, nur Bombe. Und das Erste, was er macht, ist Wurf. Das ist typisch einfach. Ja, da habe ich. Warst du als Kind warst du auch schon so ein Rebell, wo die Eltern gesagt haben, nein, Licht aus, aber dann noch heimlich mit der Taschenlampe unterm Bett. Einfach nicht, weil du wirklich noch was gucken wolltest, sondern einfach, weil es das Gegenteil war, was die Eltern gesagt haben. So ein kleiner Rebell, deshalb hast du auch eine Rockband gegründet. Einfach nur, um deine Eltern zu provozieren. Nicht, weil du die Musik selber feierst. Das glaube ich nicht, bis heute ist wirklich in einer Zeit groß. Ach, das ist, die ist schon, ne, die rennen wir mal. Dieser Mann spielt den Bild des Jahrzehnts. Schaut jetzt zu, bleibt dran, wenn ihr sehen wollt, wie Colin Gable im Alleingang ohne Gegentreffer dieses Spiel durchspielen wird. Hoffentlich hast du da nicht zu viel versprochen, Colin. Ding, 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 di, di, ding, ding. Ding, 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 di, di, ding, ding. Under pressure. So, jetzt aber wieder kämpfen. Genug Musik zum Einstimmen. Jetzt bist du wirklich unbesiegbar. Der, wo seid ihr? Also, wenn du es jetzt nicht schaffst, bist du wahrscheinlich richtig schlecht. Oh, es ist ja schon Bosszeit. Ja. Ach cool, ich habe immerhin 45 von 95. Ja, aber du brauchst ja nicht. Es ist easy, der Boss. Wollen muss nicht mal nah an ihn ran. Ja, das könnte natürlich der Vorteil sein, wenn man sich so ein bisschen konzentrieren kann. Du hast Vergiftung, du hast alles, was du willst. Projektile kannst du wegschleudern. Ich weiß gar nicht, wo es Problem ist. Baller auf ihn direkt. Kann doch nicht, es wird gesprochen. Der Rakete. Hier, 340. Pam. Alter. Sehr gut, noch Gift mit. Gib ihm noch Gift mit, ja. Und noch die Projektile abgebreitet. Guck mal, du hast schon fast die Hälfte weggenommen. Ja, noch mal. Das ist so geil. Gift, 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 Gift. Ja, okay, jetzt die schön wegsnacken hier. Bam. Rakete. Yes, wo ist die Rakete? Ja. Alter, Colin, du bist der Boss. Und weggeschossen und damit den Typ fertig. Das war ja wohl. Mara, das muss ins Best-of. Auch wenn es nicht lustig ist. Aber Skill kann auch mal ins Best-of. Nein! Naja, gut, das war jetzt wieder. Du hast auch gleich deine Götterspeise. Nein, er hat doch noch das Schild. Aber warum denn noch? Ja, jetzt ist es weg. Ah, toll. Jetzt gib ihm die Götterspeise. Air Trigger. Yes! Hä? Was machst du denn dabei? Das war das. Warum gehst du denn so nah an ihn ran? Leer. Warum gehst du so nah an ihn ran? Weil ich. Das hat er automatisch gemacht mit meinem. Du sollst einfach die scheiß Raketen benutzen von der Distanz. Ich. Ja, warte, lass mich mal gucken, Alter, was hier gerade abgeht. Nimm alles zurück, Mara. Will das nie wieder sehen. Stopp. Hä? Ach, wir hatten ihn nicht umgetauscht. Ich hatte nur einen noch. Ja. Weil wir den nicht getauscht haben. Warum gehst du denn an ihn heran? Das war der Götterzähler. Der hat automatisch diesen Wirbelattacke gemacht und zieht sich dann da so ran. Das ist eine Spurtvariante. Ja, aber du hast danach immer noch bei ihm da rumgefummelt. Diesen scheiß Götterzähler einfach nicht gemacht. Hätte ich ihn, den Götterzähler, das war das Problem. Der Rest war kontrollierbar. Aber der Götterzähler hat genau diesen. Ach, Götterzähler. Ja, weil das war scheiße, der Beistand. Oh, fuck, ey. Arschgemadete Maulpisse. Jetzt machst du's bitte mit dieser Waffe, aber mal perfekt. Es gibt's doch nicht, ich muss doch mal diese Hydra schaffen. That's what I was afraid of. Mann, du hattest so den geilen Biss. Ja. Und ich sag noch, ja, aus der Götterzähler. Distanz mit der Rakete da drauf. Das ist der räudige Götterzähler. Du hast doch die ganze Zeit da nur geballert mit deinem Maschinengewehr. Ich hab's doch gesehen. Du solltest nicht das Maschinengewehr benutzen, du solltest den die Rakete benutzen. Spiel's bitte jetzt nicht. Hey, das war einfach. Und die scheiß Götterzähler, du hast den Götterzähler. So geil noch davor, wie du die drei Projektile zurückgeschleudert hast. Ich werde jetzt mehr auf Health gehen, das ist doch Quatsch. Scheiß Götterzähler, der hat mich da reingetrieben in die fucking Kackhydra. Das kann ich nicht bejahen und nicht verneinen. Ja, ist so.
10 Schlüssel für was? Heißt ihn mir auf scheißegal. Irgendjemand, den du noch kennenlernen musst. Fragezeichen. Ich google mal, warte, Fragezeichen. Ja. Wer ist Fragezeichen? Ja, ja, jetzt steht albern sind hier. Zufallsdinger. Ja, ist albern. Albern. Ja, was soll ich machen? Ja, ist aber du willst das ja, nee, du veranstaltest das ja. Du machst doch hier die ganze Zeit. Ich war eine Großkampfmaschine, du willst jetzt ja aus dieser Veranstaltung Zirkus machen, bitte schön. Ich hab mal Karten überfallen, lass mich mal einen Nachkampf geben. Mal gucken. Bimbo. Ey, wie wär's, wenn ich einfach meine stärkste Waffe die ganze Zeit nicht ausspiele? Mann, jetzt kaufst du mal wieder schön hier was Geiles, was dir zugutekommt. Toll, das würde ich immer noch weiter hochleveln. Mhm. 11 Scharmützel, nächster Rang, das ist echt. Hat gut. Ja auch eben überhaupt nichts geschadet. Nee. Hätten halt nur den Boss geschafft, wenn wir es. Ja, da haben wir auch beide nicht dran gedacht. Yeah. Ich hab's noch. Du hast gesehen, auch gesagt, ich habe zwei Lebensversicherungen. Mit dem Wissen bin ich da rein. Ich hab es gesehen, unten links war es nicht mehr angeleuchtet. Aber du wolltest es nicht aussprechen. Ja, weil ich nicht gedacht habe, dass es niemals zum Einsatz kommt. Ich konnte mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen, dass du so schlecht bist. Ja. Weil du einfach Angst hattest vor meiner Reaktion. Zu Recht. Das ist eine mächtige Waffe, die du zur Hand hast. Man muss sie halt aber auch bedienen können. Naja, das ist wie so oft. Was bringt dir. Naja. Das hat mir meine erste Freundin auch. Ja, genau. Aber du hast ja dann noch gelernt. Ja. Macht nicht viel Schaden, aber dafür flächendeckend. Mhm. So wie du. Also sind wir eigentlich ziemlich ähnlich, Nora. Ja, das ist eine richtige Drecksattacke. Oh, was sie. Na, das war Glück. Das war Glück. Weil ich der Götterzelle im rechten Moment kam. Uiuiui. Uiuiui. Du hast noch drei. Das war Glück, aber auch gut. Und ob es gut weitergeht, meine Lieben, das erfahren wir nicht mehr heute. Das erfahren wir beim nächsten Mal, aber dann kannst du richtig aus den Vollen schöpfen mit 3 Energie. Jetzt habe ich Bock drauf. 3 Health von 130 habe ich auf meinem Konto. Jede Menge gute Laune. Aber du kannst ja an den Brunnen jetzt gehen. Ja, achso, wir sind noch im Cold Opener. Ja. Hast du einen Reim? Hey, natürlich, lass es Schleim sein. Sind wir schon im. Hast du einen Reim? Ich weiß nicht mal, auf welches Wort du anhast. Sind wir schon im Bereich, wo es unangenehm ist? Ja. Hast du einen Reim? Was hättest du denn gesagt? Naja, Meim? Dann lassen wir euch mal herein. Ja, aber NM-Reime gehen auch echt. Komm, jetzt mach einfach. Kannst du die deutsche Sprache doch jetzt nicht mit deinen 3 Hells. Ich hab 5, 6 habe ich jetzt. Ja, weil du immer 3 kriegst. 9 kommt noch dazu gleich, genau. Walk like an Egyptian. Was ist denn so dein Classic aus den 80ern, wo du sagst, wenn ich den höre, dann wird das Tanzbein gesprungen. Aber was mir gut gefällt, wenn ich immer wieder gerne höre, ist One Night in Bangkok oder so. Das ist irgendwie so eine. One Night in Bangkok. Warum freust du dich so? Weil ich mich freue. Ich reibe mit dir. Woran hast du meine Freude? Wie kommst du darauf, dass ich mich freue? Wie so ein James Bond-Bösewicht sitzt du im Stuhl, dessen mysteriöser Plan aufgegangen ist. Oder ja, so. Ist er auch. Mein Plan war, dass wir heute zusammen Hades weiterspielen. Ach so. Und wieso ist dein Stuhl höher als mein? Letztes Mal war größer, deiner höher. Aber das sieht jetzt völlig unverhältnismäßig. Ja, weil der ist höher, ne? Letztes Mal locker, aber kannst du noch ein bisschen. Geh du noch ein bisschen hoch? Ja. Weil du sitzt natürlich jetzt wirklich auch. Ich meine, ich finde es schon gut, wenn die Hierarchien hier eingehalten werden. Jetzt habe ich irgendwas anderes gemacht. Diese Hightech-Stühle, was ist das denn jetzt? Mit den 17 Griffen. Ja, ich brauche eigentlich immer nur den hoch runter. Hatten wir früher nicht. Früher gab es einen Griff, hoch runter. Ja. Macht überhaupt keinen Schaden irgendwie. Oh, das war aber schön gerade. Ich weiß nicht genau, was es war. Das war schön. Ich komme auch gar nicht an die Gegner ran irgendwie. Das ist alles fühlt sich nicht geil an hier. Also das macht überhaupt keinen Bock gerade. Ach, du warst dann doch auch schon. Ja, hier, tschüss. Schade. Ja, aber komm, ey. Das ja, ist auch ungünstig in so einem späten Level. Auch ein richtiger Krückenbild war das. Echt. Aber der hat uns in der letzten Folge super gefallen. So, haben wir denn dann eine halbe Stunde für irgendeinen Zabel, der sich da unsichtbar macht? Was ist denn das für ein Quatsch? So, und da ist sie hin, die gute Laune. Zack, 5 Minuten. Zack, ne? 5 Minuten mit mir im Studio, schon ist die Laune im Arsch. Tuna Sub. 30 Zentimeter. Ja. Ich habe ihn lange nicht mehr gemessen, aber könnte hinkommen. Sitzen wir heute Abend noch zusammen im Studio? Mhm. Dann nehme ich gerne Zwiebel.
Also Lava, Gegner, die auf dich zurennen, plus Fernkampfscheiße. Da kommt sich schon viel Dreck zusammen, der mir hart Hermes, auf den Sack ist. Ja, aber ich habe nur 5. Nee, ey, du willst mich wieder in den Tod. Alle sagen immer, Hermes macht den geilsten Sprint. Hermes macht den geilsten Sprint. Hermes macht den geilsten Sprint. Deswegen ab jetzt immer Hermes. Hermes, weil ich es mag. Hermes, wenn's schnell gehen muss. Hermes, Hermes, Hermes. Oh. Sag mal, du bist ja viel schneller von der Arbeit zurückgekommen als sonst. Ja. Hermes. Ich bin jetzt bei Hermes. Warte, wo finde ich die Telefonnummer? Das wäre so die Qualität von so lokaler Kinowerbung. Ja. Aus meiner Kindheit. Da gab's auch immer sowas. Ja, ja, wir gehen jetzt alle zu Roller Vögelst. Mhm. Wartet, wir kommen alle mit. 16 verschiedene Eissorten. Ja. Bei Eissalon Schmidt. Oh nee, schon wieder so viel Lava-Action. Ich habe ja jetzt übrigens meine Penis-Verkleinerungs-OP hinter mir. Keiner fragt mich eigentlich, wie es lief, aber. Lief gut. Wie lief's? Ja, alles gut jetzt. Also. Man muss halt echt ein ordentliches Stück abschneiden, ne? Also. Ich hol mal. Danke. Ich hol mal. Ich hol mal die Nudeln. Wie du dich freust. Also, ich habe noch eine Lebensbejahung. Ja, komm, schaffst du eh nicht. Ach, guck mal, das ist übrigens das. Ach nee, das ist jetzt. Ich meine, ich will nicht so negativ sein, sorry. Ich glaube an dich. Ach nee, ich kann danach erst wieder umschalten. Ja. Komm, Rainer, und den umhauen. Aber ich muss aber noch die Gemüseauslage angucken. Ja, die Gemüseauslage ist wichtig. Da kriegst du nur das Geschenk von. Ja, ich darf es aber nehmen. Ja, das darfst du. So, danke schön. Oh, jetzt zickst du. Darf ich den Blinker noch selber machen? Ja, jetzt zickst du rum. Ja. Oh, das ist schön. Ich würde mich gerne mal mit deiner Frau über deine größten Schwächen unterhalten. Das wird ein schnelles Gespräch. Das gefällt mir gut. Ja, ist auch gut. Das ist aber auch geil. Ich kann dreimal und bin noch schneller. Das ist ein Trade-off, bei dem jede Frau sagen würde, komm ins Bett, mein Lieber. Ich kann. Gelsenkirchen? Ja. Du bist auf Schalke geboren? Ja, in Gelsenkirchen-Buhr habe ich gewohnt. Oder bin ich geboren? Ich dachte, da kommen nur Assis her. Ja. Ja, ja, gut. Ich fühle mich... Hast du Harry Potter gesehen? Ron Weasley, wie der immer guckt? Ja, das stimmt. Das strahlst du auch aus. Ja, das ist auch. Aber trotzdem kriegt er am Schluss Hermine, ne? Also insofern... Das Leben hat auch ja, aber wer will Hermine? Ach, also ich, jemand, also die Film-Hermine würde ich lieber wollen als die Buch-Hermine. Ja, diese, im Buch noch schlimmer. Ja, die Buch-Hermine habe ich mir immer anders vorgestellt als die Film-Hermine, das kann ich schon sagen. Der heutige Cold Opener wird Ihnen präsentiert von Etienne Gardet. So, jetzt geht's los. Gelernt ist gelernt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hades. Ede, was ist los? Es ist immer das Gleiche. Ich will das auch gar nicht hier. Ich habe das on air schon so oft thematisiert. Straßenverkehr und andere Verkehrsteilnehmer. Es geht nicht nur gegen Fahrradfahrer, Autofahrer, Fußgänger, Fahrradfahrer. Es ist egal, was es ist. Es ist nicht der fahrbare Untersatz das Problem. Es sind die Menschen, die die Geräte steuern, die mich triggern. Und ich bin inkompatibel. Und ich bin aber auch im Recht. Und das ist das Traurige. Das lässt dich extrem einsam fühlen. Weil du weißt, ich bin hier derjenige, der 100% richtig liegt. Und um dich rum liegen alle falsch. Aber weil es die Mehrheit ist, zeigen alle mit dem Finger auf dich. Und das macht dir so ein das ist das, was mich abends im Bett frieren lässt. Wo ich noch eine Decke über mich ziehe, zusammencurle und sage, was soll ich machen? Die einzige Möglichkeit ist, dass ich mich der Dummheit der anderen Menschen auch anpasse. Aber das geht auch nicht. Dann verrät man sich selbst. Also, was macht man, Colin? Ich kann es dir nicht sagen, weil ich mich in einer vergleichbaren Situation fühle. Also, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, für unsere beider Gesundheit, nicht zwingend für den Unterhaltungswert, ist es besser zu sagen, ich versuche meine Einstellung zu den 99% dummen Menschen zu ändern und nicht sie zu überzeugen, auf mein Lager zu wechseln. So, das nächste. Und jetzt hast du da auch was Schönes zu essen. Guck mal, nee, was Schönes zu essen? Meine Frau hat mir ein Müsli gemacht. Ich habe gesagt, nein, lass es. Ich will nichts mitnehmen zur Arbeit. Du nimmst jetzt Müsli, du hast doch nichts gegessen. Hast du dir das so eingekauft? Aber guck dir das doch mal an. Ja. In dieser luftdichten Verpackung, ja, die man nicht aufkriegt. Nicht klatscht. Mit dem Gummiband ist der. Es ist, du schiebst in diese Richtung zu. Guckt's euch an. Du schiebst in diese Richtung zu. Was ist das?
Ist das ein Mehrwegbeutel? Es ist ein Scheißweg. Ich reiß einfach. Guck mal, auf, geht doch auf. So, dann hast du hier. Guck mal. Wie alt bin ich? 7? Ich finde das toll. Guck mal, der Löffel ist unter das Gummi geklemmt. Sei ehrlich, wenn du das gemacht hättest, genau wie ich, dann hättest du das einfach hingestellt, hättest vergessen, eine Lasche runterzudrücken, dann wäre da kein Haltegummi drum, dann wäre da kein Plastiklöffel inklusive Haltegummi-Unterspannung plus ein Zipper drumherum. Und das habe ich heute auch schon den ganzen Tag. Staub. Weil ich musste, ich bin mit der Vespa gekommen, musste meinen Helm aus, dem, aus der staubigen Besenkammer rausholen. Wer hat's denn da reingetan? Naja, egal. Und dann bist du, also ich schließe daraus, du hast eine leichte Stauballergie. Eine leichte ist gut. Ich sag dir, niemals, Tipp für euch, niemals mit Stauballergie in Altbau ziehen. Das ist das Dümmste. Also ich finde, es geht auf jeden Fall schon vielversprechend loser, dieser. Also wir werden, wir haben jetzt eine gute Zeit. Wir haben eine gute Zeit. Einfach, du bist ja eh dran, ich kann mich entspannt zurücklehnen. Du spielst das Spiel jetzt durch. Ich esse mein Müsli, ich hole mir aber erstmal was zu. Ich hatte den Autobogen. Ja, hol du dir mal was. So. Ja, ne? So was kriegst du nur hier beim Qualitätssender RBTV geboten. Diese Art von eben noch auf dem Roller, jetzt schon im Studio, die gute Laune und die Geschichten direkt mitgebracht. Was ist denn das für ein Müsli? Ich guck mal an. Ach so, das ist wirklich. Ach, das ist geil. Guckt jetzt, Leute, ich habe jetzt gedacht, dieser Bottich sei kaputt. So, ne? Aber in Wirklichkeit ist es ein verformbarer Weichplastikbottich. Der wahrscheinlich vor allem flüssig ist, relativ flexibel, knautschbar und vor allem ohne Gefahr, dass bei einem Fall auf dem Boden eine Risskante entsteht, die dann den Inhalt irgendwo im Helmfach des Rollers zum Beispiel verteilt entsteht. Das war ein komplexer Satz, hätte man vielleicht lieber aufschreiben sollen. Aber das wusste ich nicht, dass es das gibt. Ich habe gerade, ich dachte, das wäre kaputt. Aber das ist ja Weichgummiware. Das ist Weichgummi. Das ist ja Hammer. Also so nach dem Motto, fällt auf dem Boden, nichts passiert. Finde ich gut. Wenn es leer ist, kannst du es platt machen. Aber vorher sollte man es sauber machen, ne? Sonst quillt ja wahrscheinlich der Schm. Ich bin froh, dass wir die Glasscheibe hier haben. Wenn man, auch wenn man du natürlich nur Staub auswirfst. Man kann das flach drücken, ja, dann wird das so flach. Und je nachdem, wenn du es füllst, fährt es sich wieder auseinander. Es ist best of Tupperware. Also in Sachen Tupperware, das ist gut. Holla at me. Ich habe so viele mit Rissen und kaputt und überhaupt. Das, ich wusste nicht, dass es das gibt. Das klingt Tupperware hat sich im Gegensatz zur Menschheit weiterentwickelt. Das finde ich klingt großartig. Okay, ja, aber das müsst ihr ja mal gucken, weil ich will ja immer noch. Also, der sollte jetzt größer sein. Und irgendwie geiler, ne? Dann schaut that's what she said. Du hast Vergiftung. Ja. Vergiftung. Oh, ja, danke. Fuck. Dann hättest du natürlich trotzdem da killen können. Ja, schon daneben gesteckt. Ich finde das schön, dass du auch auf dem höchsten Niveau bei Spielern noch zu Recht Verbesserungspotenzial. Ja, aber deiner Beurteilung finde ich gut. Da hast du ja auch nichts von, wenn ich dich lobe, obwohl es. Das stimmt, eigentlich funktioniert das nicht. Stimmt. Ich widerspreche mir ja selbst. Dann noch ein bisschen Kohle. Ich heile mich trotzdem. Ich finde, Ehrlichkeit ist das höchste Gut, was wir haben. Wenn wir, nicht, wenn wir nach all der Zeit nicht ehrlich zueinander sind. Das stimmt. Also, du meinst wir zwei jetzt? Ich dachte so. Ja, also, aber jetzt, also klar, in dem Fall wir zwei, aber so auch generell die Menschen, die dir nahe sind, wenn die nicht ehrlich zu dir sind, dann what's the point? Aber auch schon manchmal ganz schön. Nein, du bist nicht zu dick. Deine Haarpracht ist noch groß. Aber der weiß generell ja, das ist doch alles dann nichts wert. Das weißt du doch schon. Weil du weißt doch in der Regel selber die Wahrheit. Ja, aber ich liebe es doch, in einer Lüge zu leben. Echt? Nein, natürlich nicht. Oh, das ist ein Boss. To lose an illusion means to gain a truth. Du hast 330. Ja, komm. Ich mag das. Ich mag das, diesen Mut, dass du sagst, ich hab einen Sack mit Geld und einen Koffer mit Goldbarren. Es gibt einfach zwei Sachen. Und damit lege ich mich in die U-Bahn nachts schlafen. Dieser Mut. Ja, ist, ja, ist so ein bisschen. Was, schreit alles nicht, nimm mich, ne? Mhm. So wie damals meine. Ach, ist egal. So wie damals auf der Klassenfahrt. Die Chantal. Die Lehrerin. Ich finde, sie hat was. Mir gefallen ihre Tattoos. Ja, aber wie gesagt, diese Frisur. Hast du eigentlich ein Tattoo? Du bist doch Rocker. Du hast kein Tattoo. Weiß, ich hab viele Jahre ernsthaft darüber nachgedacht. Weißt du, das die Rockszene? Ja. Ich bin auch heute, bin ich froh. Ja. Aber du hättest mehr bumsen können in deinen 20ern. So was, warte mal. Ja, das glaube ich nicht. Ambrosia-Traum belebt bei den Göttern bis zu zwei beliebige deiner Gaben. Ich hatte schon immer wenig Zeit im Kalender, sag ich jetzt mal so, ne? Hätten die Tattoos jetzt. Ey, jetzt raste ich aus.
Was ist denn schon? Hast du es schon mal erlebt? Mir wurde gerade Bestätigungscode für einen Account geschickt. Für meine Bestellung beim Essensservice. Dass man keinen Text eintippen kann, sondern dir nur angeboten wird, einen Text zu scannen. Und ich möchte diesen Code eingeben. Tut mir leid, dass ich dich mit diesem profanen Problem des Alltags... Gerade jetzt, wo ich hier im letzten Level bin. Entschuldigung. Ja, aber ich hab Hunger. Ey, dann bestelle ich halt nicht! Was ist nochmal der Brunnen des Charon? Ich finde, das sieht doch sehr überzeugend aus. Ich bin bei dir. Nein, bist du nicht. Du bist bei deinem Essen. Und jeder, der dich kennt, weiß, das ist nur eine Sache, die du mehr liebst als mich. Das stimmt nicht. Das ist Essen. Und dann kommt dein Sohn. Was hast du gesagt? kein Stress aufkommen lassen. Er ist fast tot. Wo ist er denn? Weg, weil er Angst hat. Er kommt aber gleich wieder, weil er keine Angst hat. Oh, jetzt laufe ich zweimal in diesen dummen Kreis rein, ey. Jetzt cool bleiben. Du kannst auch ein bisschen auf Abstand gehen. Ich sage es dir, weil das, was dir gerade den Arsch richtig rettet, ist die Tatsache, dass du sehr gut spielst. Er ist fast tot. Bitte jetzt. Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Jetzt. Ja! Nein. Was? Alter, ihr wollt mich verarschen! Das ist ja wohl ein Witz jetzt hier! Ja, klar! Wenn sie was gelernt haben bei Souls, ne? Ja, es ist ein Witz, ist das. Wenn du willst, spiel passiv. Ah. Das war super. Aber diese Überraschung, ich meine, es war klar, es war super. Aber soll ich dir mal sagen, was richtig gut war? Was richtig gut war? Das waren diese. Du kriegst einen Health. Alle 0,8 Sekunden. Ich weiß, du bist noch nicht bereit für die Analyse. Aber zu sehen, wie dein Lebenscounter hochgeht, das war die größte Freude. Meine Damen und Herren, Etienne Gardet hat sich todesmutig dem Boss gestellt zum ersten Mal. Im Rahmen seiner sehr umfangreichen Karriere. Ey, das war super! Das hast du richtig gut gemacht. Hör auf mit dem Zitterfinger. Mann, ey. So alt sind wir noch nicht. Oh, es war so knapp, oder? Das war gut. Das war wirklich eine gut. Eine Lebensaufladung mehr. Also am Ende eine, was hat gefehlt? 200 einmal, um nochmal so eine Aufladung zu kaufen. Dann hätten wir es geschafft. Ja. Ey, das war aber wirklich gut. Das ist schon sehr souverän, was ich hier mittlerweile sehe. Das ist wirklich so ein bisschen. Ey, das ist aber ein schöner Bild. Ja. Was soll ich dir sagen? Ja, das ist auch echt so ein bisschen wie Daniel-Zahn, als er plötzlich merkt, dass das Lackieren des Lattenzauns was irgendwie plötzlich Wirkung zeigt. Ohne es wirklich so gemerkt zu haben, plötzlich, wow, ich kann Karate. Das wäre so schön, wenn man sowas hätte, ne? Ja. Dass man irgendwie noch mal so in eine Situation kommt, in der du merkst, okay, ich merke gerade, ich habe für diese Sache hier im Gegensatz zu allen um mich herum ab und zu ein außerordentliches Talent. Ja, so beim Bumsen. Ja gut, dass man da sagt, wieso kommen die Frauen immer wieder zu mir? Er kennt es nicht. Alle kriegen hier richtig schön Blitzpusemuckel unter die Rosette gefimmert. Merkt euch diesen Satz bitte. Ein Blitzpusemuckel unter die Rosette gefimmert. Oh, du bist fast tot. Ja, scheiße, ach, das sind die Kleinberger wieder. Fick Alarm im Arschzwerg. Fick Alarm im Arschzwerg. Das ist der unveröffentlichte vierte Teil der Herr der Ringe Trilogie. Fick Alarm im Arschzwerg von Peter Jackson. Guck mal, ich habe ja hier eine Schere und ich könnte jetzt eine Typenveränderung für dich. Viele Leute, die schon seit Jahren Colin Gable gucken, fragen sich, ja, ich habe auch, muss wie sieht wohl diese, wie sieht diese Stirn aus? Du willst es nicht sehen. Die er uns immer verheimlicht, ein Leben lang. Ja. Was verbirgt sich da? Wahrscheinlich hast du da irgendwas. Ich sag, geh auf Theseus. Theseus, oder? Theseus. Also ich kenne ihn als Theseus. Theseus, ja, das ist der Shop, der, diese kleine Manufaktur, wo du immer deinen handgezupften grünen Tee kaufst. Ja? That's so mean. Okay, ich versuche mal auf Theseus zu gehen. Theseus. Das heißt ja auch Perseus, ne? Aber war es jetzt die 500 wert, ist die Frage. Guck mal hier, siehst du, wie ich fast die ganze Zeit hier invincible bin, ne? Mhm. War das jetzt die 5? Ja, das war's. Ey, ich meine, ganz ehrlich, guck dir das mal an. Ich bin die ganze Zeit anscheinend invincible. Weil ich viermal sprinten kann. Also der, ne?
Aber du verlierst ja durch ja nur 30% mehr Schaden. Du bist nicht invincible. Ja, nee, ja, aber das ist ja fast invincible. Das 30%? Ist nicht, nein, ist es nicht. Ja, ist aber schon gut. Ja, du, gut, dass du mich noch mal dran erinnert hast. Das ist nur 30%. Wenn deine Mitarbeiter in der Redaktion sagen, Colin, ich gebe 70%, das ist ja. doch mehr als 30. Würde, würdest du doch ja, sagen, Hammer. Das ist fast komplett. Ja, das ist fast doppeltes Gehalt oder kein Geld zurück. So. Das ärgert mich aber trotzdem. Ich gebe immer 70%. Das habe ich zu Maniac-Zeiten schon durchgezogen. Ja. Ja, ich mein, so. Ich habe damals gelesen. War immer der Gäbel-Test war schon immer so. Resident Evil 4, schade. Leider nur ein 70er. Ja. Mich hat's nicht überzeugt. Demon's Souls. Einige Kultisten verehren es. Dennoch nur 70%. Edgy. Ja, das ist aber auch, du hast gerade so ein bisschen die Stimmung, die jemand schenkt dir 100 Euro und du beschwerst. Ja, aber du popelst dich auch dauernd. Das ist nicht 200. Du bohrst doch mit deinem kleinen sarkastischen, das passt eigentlich besser, zu diesen suffisant und sarkastisch in einem, sarkastischen Kommentaren die ganze Zeit, die ich auch schon seit 20 Jahren das hatte. Stimmt, also was ja, denn, was unterstellst du mir denn jetzt? Du willst alles schlecht denken. Nee, ich sehe doch, es. Doch, ich kenne einfach so ein Stimmungsding. Dieses leicht... Ja, doch. Ich weiß. Nein, überhaupt nicht. Ich habe gar keine Motivation, dich zu triezen. Ja, du hast mir eben gerade unterstellt, wie oft ich dich schon enttäuscht habe. Das ist aber nun was anderes. Ja, das ist ja kein Triezen. Und noch mal einen draufgesetzt, siehst du? Das ist, naja, also es ist schon nachvollziehbar, dass ich mich gereizt fühle von dir. Ich greife die Welt an, du greifst mich an. Das ist der Unterschied. Also das ist wirklich, da sagt man Katja Saalfrank, was soll ich tun? Stille Treppe? Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch gut gelaunt und ich habe überhaupt kein Interesse daran, dich noch weiter runterzuziehen. Aber auch nicht aufzubauen. Doch, aber das ist auch nicht leicht bei dir, weil wie gesagt. Weiß ich, versuch's doch mal mit Nettigkeit. Das machst du gut. Yeah, guck mal, der eine hat schon 3 Gift gestackt. Komisch, meine sarkastischen Kommentare haben gar nicht den gewünschten Effekt. Also nein, also ich wirklich. Also, wenigstens Zeus meint's gut zu mir. Guck. Abwarten, was er dir gibt. Ja, das stimmt allerdings. Ah, guck hier. Okay, jetzt. Und hier hat der Colin zum ersten Mal in seinem Leben recht. Siehst du? Und ihr dürft jetzt entscheiden, wer hier wem eine bessere Zeit. Ich hab dir doch gerade recht gegeben. Aber, okay, stimmt. Okay, ich habe natürlich in Frage gestellt, dass du davor jemals recht hattest. Nein, das habe ich jetzt nicht ausgesprochen. Das ist, geb ich ja zu. Ja, guck mal, jetzt gebe ich's zu und jetzt machst du aber nein. Siehst du, es ist diese Kommunikation, die gleich toxisch ist, die geht schon in beide Richtungen. Ja, also da müssen wir schon so fertig. Ich glaube, wir gehen mal zum Let's Play-Therapeut. So. Ich habe auch keinen Beistand, ne? Nee. Hauptsache, das Beischlaf. Aber streicheln, so viel Zeit muss sein. More pets is certainly in order here. So ein dreiköpfiger Hund, das wäre schon nice. Boah, der hat aber vielleicht dreimal so viel Hunger. Das stimmt wahrscheinlich. Jetzt die Frage, hat ja nur einen Magen. Naja, aber drei Köpfe konkurrieren um die Wurst, die du ihm gibst, ne? Also, das kenne ich sonst nur aus dem Saunaclub. Ich konnte nicht wieder. Ich habe ihn versucht, so harmlos zu machen. Ich kann. Ja, es tut mir leid, das ist halt. Ich habe in so eine ähnliche Richtung gedacht und habe sofort, als du es ausgesprochen hast, sofort das Bild im Kopf. Ab und zu muss man auch mal einen guten Witz machen. Ja, aber ich habe noch keinen Termin dafür. Also. Mach du ruhig. Na, komm, dann mach ich. Oder willst du? Also, ich hatte mir jetzt noch eingeschaut. Ja, dann mach ich. Also. Hey, ja, jetzt mach auch was. Aber ich hatte mich geistig darauf. Ich hatte mich da nicht drauf eingestellt heute an diesem Tag. Ich habe echt gedacht, du carryst richtig heute mal fertig. Ja, guck dir mich an. Was ist denn da? Ich bin habe einfach beschissen geschlafen. Der Tag ist nur in Scheiße, ist er gestartet. Was ist denn? Och, und jetzt habe ich meine 2 Stunden Feel Good. Und jetzt kommst du, sagst, mach den Cold Opener. Ach, du kleiner Regenwurm, was ist denn los? Jetzt baue ich es schon wieder, ne? So, das ist die Waage. Was ist, bei mir geht's hier runter, bei dir geht's hier hoch. Nee, ich will wissen, wie es dir. Also, mir geht's schlecht, ich sehe das Lächeln in deinen Augen. Ich kann nichts dafür, dass ich mich von negativer Energie. Kannst du nicht, mir geht's genauso. Ja, ich auch. So verstehe das. Der Schleim in Ghostbusters 2. Ja. Bei Streit fange ich an zu tanzen. Das ist echt faszinierend bei Hades, dass man ja auch durch diesen Ausbau der Architektur und so weiter. Alles zahlt so ein ganz bisschen immer aufs Stärkerwerden ein. Ja. Aber halt immer in so homöopathischen Dosen, dass man meint, es bringt nichts. Hier 1%, da 1%. Aber wenn man es halt dauernd macht, wird man halt immer ein bisschen stärker. Mhm. Kommt immer ein bisschen weiter, wird immer ein bisschen erfolgreicher.
Ich glaube, das ist die Message, die wir irgendwann aus Hades mitnehmen sollten. Auch für unser Sportleben zum Beispiel. Du meinst auch, Kleinvieh macht Mist sozusagen. Einfach, es ist immer dieser... Es geht nicht darum, dass du von heute auf morgen der Supersportler wirst, dass du jeden Tag ein kleines bisschen besser bist als am Vortag. Aber folgst du Gino auf Twitter oder was? Wo kommen diese Weisheiten für sich her? Ja, unter anderem, ja. Und Sylvester Stallone. So. Er würde noch viel Freude machen, der Beistand. Das glaube ich auch. Hast du es? Sei mal ganz ehrlich. Seit wir diese Sendung machen und das erste Mal Beistand hatten, ist es bei dir auch so, dass jedes Mal, wenn jemand das Wort Beistand sagt, oh! Beischlaf? Ja, jedes Mal? Natürlich. Und es dir jedes Mal verkneist, weil es vielleicht nicht die richtige Situation ist, zeitlich nicht mehr angemessen oder einfach auch nicht angemessen lustig. Wir haben ja auch ein gewisses. Neulich hat jemand Meeting gesagt, ich habe an Beischlaf gedacht. In unserem Alter ist das völlig normal. Aber ich habe auch recht. Ja, ich weiß, es heißt Chatpula, aber ich hasse Leute, die teilweise so Sachen extra richtig aussprechen. Obwohl man weiß, dass man es in Deutschland anders ausspricht. Gnocchi. Gnocchi heißt es. Gnocchi. Gnocchi und Bruschetta. Und das heißt auch Servierte. Boah, du bist nächstes Mal wieder dran. Es tut mir sehr leid, euch ein weiteres Mal enttäuscht zu haben. Aber nächstes Mal ist es, also nächstes Mal, wenn Colin spielt, ist es soweit. Ich habe bei dir jetzt das Gefühl, du gehst mit schlechter Laune drauf, du erwartest nichts und bekommst alles. Wir sehen es beim nächsten Mal hier wieder bei Hades. Colin Gäbel, mein Name. Hallo. Colin? Ja? Oh, sorry. Der Nussriegel klingelt. Ja? Hey, Colin, na, wie geht's? Ja, eigentlich ganz gut. Sag mal, ich weiß nicht mehr genau, wer ist dran mit Hades spielen? Bist du das? Oder was? Oh, erinnere mich nicht dran. Letzte Folge. Ich glaube, du bist dran. Leider, aber ich habe verkackt letzte Folge. Ich bin dran. Du bist dran. Also, wir könnten jetzt dann gleich starten. Ja, du bist dran. Okay, dann machen wir das. Bis gleich. Tschüss. Was hast du denn gegen den alten Bananentee? Gar nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt wisst ihr auch, warum es bisher noch nicht geklappt hat mit dem Grimme-Preis bei uns. Aber ich fand's gut. Das ist so, das ist die alte Gigaschule. Spontan mal was rausfordern. Einfach mal so eine Idee. Bisschen man muss reagieren. Absolut. Herzlich willkommen zurück zu Hades. Hattest du nicht das letzte Mal? Gegen Hades ist eine andere Erinnerung. Ich habe das letzte Mal gegen Hades gekämpft und habe sehr schmächlich, möchte ich sagen, auf den letzten Metern weggeworfen. Die Moral war schon ein paar Meter vorher im Arsch. Das heißt, du bist dran. Ich bin schlecht einfach. Weißt du, dann kriege ich gute Boons und dann bin ich trotzdem schlecht. Ja, jetzt lass ich mal. Gleich kommt Pedokles und dann Patroklos und dann Pedoklaus kommt gleich. Kinder, und dann wird das gut. Es wird richtig gut. Hallo Pedoklaus. Hallo Freunde. Ja, habt ihr auch so einen tollen Tag gehabt? Ich habe mich den ganzen Tag auf euch gefreut. Ich habe einen Sack voller Geschenke dabei. Oh, cool. War dein Bonbon aus Wurst dabei? Okay, lassen wir es jetzt. Das ist Grenzbereichen des Humors. Okay, meine Lieben. Dann bis zum nächsten Mal. Ist blöd. Weiter? Ich hätte normalerweise gesagt, lass überziehen, aber heute geht's leider nicht wegen Meeting. Heute mit dem Chef. Ich wollte einen Überziehwitz machen, aber meine ich. Genau, Meeting ist natürlich wichtig. Überziehen auch. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Es war so ein Verderbnis-Gag, ne? Ja. Der trifft später, aber dann kommt er. Alles klar, ihr Lieben. Also macht später. Das Jod. Macht da hinten raus. Lass ein Abo da. Ja. Ein Volltreffer war das, ne? 14. Feierabend. Hier. Bis dahin war's gut. Hab Spaß. Wir machen jetzt eine ganz kurze Verschnaufpause, dann sind wir wieder da. Leck mich doch am Sack. Abgefuckt und durchgemolken. Wer ist, könnt ihr euch überlegen. Ey, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Ich habe Kopfschmerzen vor Ärger. Ich habe mich so gefreut auf diese Aufzeichnung wieder. Ja, und dann die Erinnerung, dass ich mit dieser Kackwaffe, mit der ich nicht klarkomme, arbeiten muss. Ah, ist das Schiff sehr gut. Das ist genau das, was du willst. Alter, du bist ja so anstrengend gerade. Aber es ist doch so. Jetzt hör doch mal auf. Du willst doch nicht die fünf Inseln mit den Hexen. Du hast irgendwo gelesen, ich finde das toll, wenn ihr euch unterstützt als Common und jetzt übertreibst du. Ja, ich habe den Rat immer fürs bisschen aufgesetzt gerade. Gut, dann werde ich dich mit kritischen Kommentaren. Nein, ich will einfach den echten Colin wieder. Der echte Colin. Nein, der echte Colin ist gehässig. Das stimmt nicht. Nur wenn angemessen. Das ist einfach nicht der Fall gerade. Was soll ich denn sagen? Ich kann auch Leistung anerkennen. Was? Denk an deinen Beistand. Du hast schon zwei Beistände, ne? Kann man auch einfach mal in den Raum legen. Wie feuert man den ab? Also am besten da, wo Gegner sind, deswegen. Ach so, ich wusste nicht, dass das so ein kreisrundes Ding ist halt. Ja, das stand in der Beschreibung, aber. So, siehst du, den willst du haben, ne? Das baut dich jetzt auf.
wie man es macht, macht man falsch. Ich weiß auch nicht, was der Junge hat. Ja, ein bisschen Leben, also ich würde es nicht. Das ist sehr viel ignoriert, ne? Immer. Tut mir leid, ich bin echt der schlechteste Beifahrer, der die ganze Zeit so sagt, ich würde, mach du doch. Nee, das ist so dieses, du versuchst, es klingt bei dir wie so ein gut gemeinter Ratschlag, aber gut, das Gefühl gibt, dass wenn man ihn nicht annimmt, ist man halt der allergrößte. Ja, ja, deswegen ist es so, ich halte mich jetzt zurück. Nee. Spiel du, also. Du hast ja wahrscheinlich sogar recht. Ja, das weiß ich nicht, aber das macht's ja nicht besser. Ja, und ich. Wenn man so denkt, ja, dann spiel doch halt selbst, dann fahr doch selbst. Ja. Ich wäre jetzt hier rechts abgebogen, aber es führen ja alle Wege. Ja, ja, genau. In die Innenstadt. Ich kann mir das einfach nur vorstellen, wie ätzend das sein ist. Ich wäre auch der schlimmste Beifahrer, den man sich vorstellen kann. Ja, man kann abrupt abbremsen oder antizipiert bremsen. Es gibt beide Möglichkeiten. Ja. Eine ist angenehm für den Fahrer, eine nicht. Leute, das ist der Hardest Run. Seid live dabei. Holt jetzt noch alle eure Freunde, ruft sie an, klingelt bei den Nachbarn, sagt, kommt vorbei, wir gucken es hier zusammen. Es ist wahrscheinlich das größte Spektakel seit dem Super Bowl. Hör auf, hör bitte auf. Was, unterhaltsam zu sein, geht nicht. Nee, aber mir so einen Druck zu machen. Man kann es nicht. Das ist einfach eine realistische Analyse. Du hast volle Energie, du hast noch nicht mal Schaden genommen. Weil du so eine Maschine geworden bist in diesem Spiel. Nee, das ist einfach ein guter Bild gerade, der gefällt mir. Einfach wirklich auch stolz. Ich auch ein bisschen, gebe ich zu. Das ist gerade so schön. Erfolgsgeschichte zu sein. Dieser Run ist unjinxable. Nee, nee, das stimmt nicht. Das wissen wir beide. Das ist. Ich habe in meinem Leben schon die Eintracht in die zweite Liga gejinxt, also. Aber hier wird es heute keine bösen Überraschungen geben. Guck dir das an. Das fand ich gut. Guck dir das an. Da ist schon wieder eine Aphrodite da. Guck. Und die Herzen fliegen mehr als bei so einer Hello Kitty Handtasche. So Leute, jetzt schnell noch einen Sponsor hier ranholen. So, das wird euch jetzt hier präsentiert von. Oh Gott, das wird so schrecklich werden. Von was wird's präsentiert? Wer von das Ei fällt auf dem letzten Meter. Davon. DE. Der große, der Pessimisten e.V. Jetzt wird's so richtig geil. Also Werbekunden ärgern sich jetzt, dass sie den Part hier nicht. Den hätten sie haben können. Mensch, Meier, warum haben sie das Geld denn hier? Da war ja nicht abzusehen, dass der das wirklich schafft beim Hades. Sie sagen das jedes Mal und dieses Mal sollte ich davon ausgehen. Ja, aber das hätten wir doch sehen müssen. Bitte auf! Dieser Bild. Okay, wir haben den 3 Sterne immer grüne Eichel. Konzentrier dich. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Der hat mich bisher jedes Mal in die Knie gezwungen. Du hast 4-mal Unverletzbarkeit. Versuch das so lange wie möglich am Anfang. Ja, nicht durch Bullshit. Genau, ja. Am Anfang ruhig besonnen. Du willst nicht 4-mal getroffen werden. Und ansonsten, mach dir jetzt nicht so viel den Kopf. Ich bin mein größter Gegner. Mach einfach genau das, was du hast. Denk an den Wurf. Schaden ist Schaden. Ja. Ich sag dir Bescheid bei Aphrodite. Ja. Und ansonsten ballern wir den jetzt um. Boah, ist fast down. Colin, lass ihn fast. Wo ist er? Da geht er da! Stopp, stopp, stopp! Okay. Ich geh! I told you that du bist frei! Yeah! Oh, you made it! You made it! Oh, das war schön. Das war schön, Wissen. Ich muss. Ah, ich hab's euch doch gesagt. Oh. Ha? Ui, ui, ui. Das war. Im ersten Level schon gesagt, das wird der Hardest Run. Das war schon. Und du hast noch 2 Leben. Oh. Und jedes dieser Leben hätte nochmal 20% mehr Damage gemacht. Wir hätten den sowas. Boah. Alter, meine Pumpe. Dieser alte Kackvogel. Das war wirklich. Oh, das hat Arsch. Aber das hat sich auch gut angefühlt gleich. Ja? Hat sich gut angefühlt, dem kleinen Mistprinzen. Ich hab ja gesagt, du bist da mit Selbstbewusstsein rein. Du wusstest, was du kannst. Colin Gable, hartes Bezwinger. Ja, das hätte jeder sein können. Aber ich habe gerade das Glück gehabt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.